Thomas de Maizière. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem heutigen Gesetzentwurf treffen wir wichtige Entscheidungen für unser Land. Das ist die größte und umfassendste Veränderung des Asylrechts seit Anfang der 90er Jahre. Wir beschleunigen die Asylverfahren. Wir erklären Albanien, Kosovo und Montenegro zu sicheren Herkunftsländern. Wir wollen, dass in Deutschland aussichtslose Asylanträge gar nicht erst gestellt werden. Wir verpflichten die Flüchtlinge, nicht die Länder, zur Unterbringung in der Erstaufnahmeeinrichtung. Das entlastet auch die Kommunen. Wir setzen auf eine konsequente Rückführung der Menschen ohne Bleibeperspektive. Wer unser Land nach Ausschöpfung aller Rechtsmittel verlassen muss, wer seinen Pass wegwirft, um einer Abschiebung zu entgehen, dem streichen wir die bisherigen Leistungen. Es gibt mehr Bargeld statt Sachleistungen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die eine Seite. Das Gesetzespaket hat aber auch eine andere Seite, und die ist genauso wichtig. Wir bekennen uns zur Aufnahme und Integration der schutzbedürftigen Flüchtlinge. Wir öffnen früher die Integrationskurse für Menschen mit Bleibeperspektive. Wir wollen, dass die, die bleiben oder jedenfalls in den nächsten Jahren bleiben, früher in Arbeit kommen. Sprache und Arbeit sind die besten Mittel für Integration. Wir erleichtern und vereinfachen eine rasche und vernünftige Unterbringung. Und zu all dem kommen umfangreiche finanzielle Milliardenhilfen für Länder und Kommunen, auch beim sozialen Wohnungsbau. Wir gehen also neue Wege, um dieser großen Herausforderung gerecht zu werden. Das ist ein großes Paket und ein großer Schritt, und ich bedanke mich für die breite Zustimmung. Diese Maßnahmen betreffen viele einzelne Schicksale, unterschiedliche Schicksale. Sie betreffen zum Beispiel einen jungen Mann aus Eritrea, der vor einer Diktatur und dem Wehrdienst geflüchtet ist. Sie betreffen einen syrischen Akademiker mit Familie. Sie betreffen einen älteren Mann aus Afghanistan, der weder lesen und schreiben kann. Die Regelungen betreffen eine junge jesidische Frau, die so gerade eben vor dem Terror des Islamischen Staates geflüchtet ist. Sie betreffen auch einen Antragsteller aus Albanien, der zum zweiten oder dritten Mal einen erfolglosen Asylantrag stellt, weil er hier einfach arbeiten möchte. Diese Maßnahmen betreffen also Menschen mit unterschiedlichen Biografien, mit unterschiedlichen Lebenswegen. Wir werden mit diesem Gesetz vielen Menschen helfen können, aber eben nicht allem und jedem. Asyl- und Flüchtlingspolitik heißt auch, unterschiedliche Schicksale unterschiedlich zu behandeln. Meine Damen und Herren, die Maßnahmen dieses Gesetzes betreffen aber auch uns alle, nicht nur die Flüchtlinge. Die ganze Flüchtlingskrise betrifft uns alle. Die Sorgen werden größer. Herr Oppermann hat es auch gesagt. Das dürfen wir auch aussprechen. Es sind auch unsere Sorgen. Es gibt keine Differenz zwischen Sorgen von Politikern und Sorgen von Bevölkerung. Nur Aufgabe einer Regierung ist es, nicht nur Sorgen zu verstehen, sondern sie abzubauen und zu handeln. Und das tun wir unter anderem mit diesem Gesetzespaket. Meine Damen und Herren, die Zahl derer, die in diesem Jahr zu uns kommen, ist einfach zu hoch. Und ich kenne niemanden, der das ernsthaft bestreitet. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, diese Zahl zu verringern. International, europäisch und national. Keine Maßnahme alleine ist geeignet, die Zahl der Flüchtlinge zu begrenzen. Nur zusammen wirken sie. Auch unser heutiges Gesetzespaket leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Und, Herr Abgeordneter Sarrazin, die Alternative ist nicht totale Abschottung oder totale Öffnung. Es ist eine Frage des Maßes. Darauf kommt es an, und daran arbeiten wir. Meine Damen und Herren, ich habe den Präsidenten des Bundeskriminalamts damit beauftragt,
gemeinsam mit den Bundesländern erstmals ein Lagebild zur Kriminalität in und um Aufnahmeeinrichtungen sowie über Straftaten durch Flüchtlinge zu erstellen. Dieses Lagebild werden wir dann vorstellen. Es soll einer Legendenbildung in die eine oder andere Richtung entgegenwirken, mit Fakten und Klarheit und Ehrlichkeit in dieser Debatte herbeizuführen. Ja, Frau Göring-Eckardt, ich habe das Verhalten mancher Flüchtlinge, einer Minderheit, kritisiert. Und ich bin dafür kritisiert worden. Bitte schön. Sie haben es jetzt eben wieder getan. Und da will ich jetzt gar nicht auf die Taxikosten eingehen, sondern auf einen ganz anderen Punkt, wohinter wir einen grundlegenden Meinungsunterschied haben. Wenn man das zu Ende denkt, was Sie sagen, dass es verständlich ist, dass ein Flüchtling zu seiner Familie kommt, dann sage ich, dahinter steckt der Anspruch, dass es ein Wahlrecht jedes Flüchtlings in Deutschland gibt, den Wohnsitz seiner Wahl zu wählen. Und da bin ich anderer Meinung. Wenn der Asylantrag abgelehnt ist, muss derjenige unser Land verlassen. Wenn der Asylantrag angenommen wird, dann ja. Aber in dieser Phase der großen Aufnahme müssen wir darauf bestehen, dass die Lasten insgesamt auf Deutschland gleich verteilt werden und dass der Flüchtling dahin geht, wohin er verteilt wird, und nicht in den Ort seiner Wahl. Meine Damen und Herren, Realitäten zu verschweigen hilft niemandem. Und Realitäten zu verschweigen würde eher manche Bürger in die Arme der Extremen treiben, als solche Sorgen auch auszusprechen. Ich kritisiere genauso und massiv die steigende Anzahl von Straftaten und Angriffen auf Asylbewerber und Asylbewerberunterkünfte. Diese Entwicklung ist erschreckend und beschämend. Menschen, die Flüchtlinge hassen, hassen in Wahrheit auch unser Land. Und Menschen, die Galgen zeigen, verlassen daneben, dass sie sich strafbar machen, jeden Boden auch für Dialog in unserem Land. Ich sehe jedenfalls meine Aufgabe als Innenminister darin, jede Art von Hass, Gewalt und Straftaten, wer sie auch immer begeht und mit welchem Motiv sie auch immer erfolgen, entschieden entgegenzutreten. Meine Damen und Herren, dieses große Gesetzespaket ist eine Gemeinschaftsleistung, auch länderübergreifend. Ich glaube nicht, wenn wir vor 6 Monaten oder vor 2 Monaten so etwas vorgeschlagen hätten, dass wir dann eine Zustimmung so bekommen hätten. Ich sage das besonders mit Blick auf die Länder mit grüner Regierungsbeteiligung. Realität schafft Mehrheiten. Das ist nun mal in der Politik so und das ist auch richtig so. Meine Damen und Herren, in den letzten Wochen werde ich fast jeden Tag gefragt, wie hoch die Zahl der Flüchtlinge sein wird und ob es eine Obergrenze gibt. Ich glaube, eine Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Das wird dieser Aufgabe nicht gerecht. Die Herausforderung zeigt ihren Umfang erst auf ihrem gemeinsamen Weg. Und jede neue Zahl würde umgedeutet, um nach innen die Sorgen zu vergrößern und um nach außen mehr Menschen in Kriegsgebieten vorzutäuschen, sie würden geradezu eingeladen nach Deutschland, was natürlich nicht stimmt. Wir haben viel zu tun mit Menschen, die zu uns kommen. Und wir stellen uns diese Aufgabe mit großer humanitärer und administrativer Verantwortung. Aber dass wir geradezu Menschen einladen, aus Krisengebieten nach Deutschland zu kommen, das trifft einfach nicht zu, meine Damen und Herren. Ja, es geht auch um Veränderung. Das Zusammenleben mit so vielen Flüchtlingen einerseits und das Aushalten harter Maßnahmen andererseits, das ist neu für die einen wie die anderen. Die Flüchtlinge müssen unsere Gesetze und Gewohnheiten akzeptieren und einhalten. Das mag für manche auch eine Veränderung bedeuten, aber das ist nötig. Nur es gibt auch einen zentralen Bereich, da wollen und werden wir uns nicht verändern. Bei der Achtung unseres Grundgesetzes, bei der Wahrung unserer Grundwerte und bei Respekt und Anstand im Zusammenleben. In diesem Sinne bitte ich um Zustimmung zu diesem Gesetz. Nächsten Redner teilt das Wort dem Abgeordneten Jan Korte.